Da ist er. Der Megamycet. Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Was? Ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja, das hättest du wirklich, wirklich machen können, Chris. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Ja, ich musste noch mal ein bisschen was neu aufnehmen, beziehungsweise habe in der Aufnahme festgestellt, nachdem ich den Part übrigens schon hochgeladen hatte, oh, da fehlt der Ton. Und zwar komplett. Man hört weder Spiel noch mich. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, Leute. Ich habe jetzt OBS nochmal gesagt, pass auf, hallo, das ist mein Mikro, das ist das Spiel. Nimm das bitte alles mit auf und jetzt funktioniert's. Ich weiß nicht, warum das umgestellt war. Ich hatte gestern Windows-Updates gemacht. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen, dass er irgendwas neu gemacht hat. Wer weiß, wie ich es im Endeffekt mache. Ihr werdet es ja sehen, auf jeden Fall. Wollte ich nochmal ganz kurz sagen, dass ich mir ja, während ich hier spiele, immer ein Let's Play anschaue. Das heißt, ich nehme mir nichts vorweg, ich spoilere mich auch nicht. Aber ich gucke dann immer, also ich spiele immer und gucke das Let's Play auch immer so weit, wie ich dann bin. Ne? Und nicht weiter, das ist ganz wichtig. Aber da habe ich halt festgestellt, in der letzten Sequenz mit Chris, ja, wo wir ihn quasi das erste Mal wieder getroffen haben, jetzt vor kurzem, da hat er ja gesagt, Mia war es die ganze Zeit nicht, sondern Miranda. Und zwar von Anfang an. Und meine Frage, die ich mir da stelle, wo ist Mia jetzt? Also die richtige Mia. Das heißt, sie lebt ja noch. Und vor allem, wo ist sie? Es muss ja gar nicht sein, dass sie überhaupt hier ist. Und dass wir sie überhaupt schon gesehen haben in Resident Evil 8. So, und hier sind wir in Mirandas Labor. Und jetzt lese ich hier nochmal alles vor, damit ihr das auch hier hört. Proband Salvator Morau. Oder Moreau, wie auch immer. Kadu-Kompatibilität schlecht, Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Alcina Dimitrescu. Kadu-Kompatibilität äußerst gut. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Da muss ich sagen, dann sind das ja gar keine Vampire. Zumindest keine Vampire in dem Sinne, keine direkten. Sie frisst und trinkt Blut aufgrund einer Blutkrankheit. Nicht aufgrund, dass sie ein Vampir ist. Fand ich, by the way, mal mega interessant. Aber die Werwölfe gibt's ja hier wirklich. Also. Karl Heisenberg. Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut.
besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar. Aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Donna Beniviento. Kadu-Kompatibilität gut. Normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht vom Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycet-infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kudu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Höchst interessant, dass wir mal ein bisschen mehr über die Charaktere erfahren. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuches in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigenen Visionen für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst, auf ewig Ihr Schüler, Oswald Spencer. Spencer? Hier? Ich glaub's nicht. Uhuhu, ich auch nicht. Alter, wie geil. Oh, shit. Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals, aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyceten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyceten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt.
Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich wieder, also dass ich dich wieder würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyziten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lykans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hat auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Alright, okay. Es gibt langsam, aber sicher alles einen Sinn. Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Wie vermisst. Fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Wait, what? Oh mein Gott, Leute, ich fall aus den Latschen. Komm hierher. Und aus den Schuhen. Oh Gott, ist das kalt. Holy shit. Wir leben noch. Ethan lebt noch. Scheiße, mein Körper. Wie besonders ist der bitte?
so dumm. Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Halt! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren, bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss... Meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde... Rose, leiden! Ich bin auf der Kutsche des Händlers? Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan,
Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Oh mein Gott. Holy shit. Was zum Teufel? Alter. Was geht ab? Leute, ich mache hier einen kleinen Cut. Und im nächsten finalen Part geht's dann wirklich zum Finale von Resident Evil 8. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und seid beim Finale mit dabei.